das nenne ich doch mal ein echt cooles Winterfahrzeug, aber natürlich genauso schön im Sommer. Ich bin bei Uwe Gante mit dem Globetrotter XXLA. Und weil er XXLA heißt, A für Alkoven, XXL, knapp 8,90 Meter lang, 3,45 Meter hoch. Hinten mit Zwillingsreifen bzw. eben Zwillingsrädern auf der Achse. Und ich selber habe so ein Fahrzeug schon mal gefahren. Der macht natürlich richtig Laune. Basiert auf dem Iveco. Ich glaube, ein besseres Chassis kann man gar nicht wählen für so ein Fahrzeug. Mega Teil, macht richtig Laune. Auch wenn er fast 8,90 lang ist, der ist im Handling wirklich richtig cool. Das Fahrzeug ist aus 10, 2018 erster Hand mit 18.500 und ein paar zerquetschten Kilometern und steht neuwertig da. Das traue ich mich jetzt echt mal sagen. Also mit der Laufzeit bzw. mit den paar Kilometern auf der Uhr. Mega gepflegter Zustand. Man sieht es ihm eigentlich gar nicht an, dass er überhaupt schon mal bewegt worden wäre. Auch von den ganzen Einlegeböden und so weiter. Das ist natürlich, wie ich es gesagt habe, eingangs ein top winterfestes Fahrzeug mit doppeltem Boden, mit Aldi-Heizung. Das ist mal so ein Quick Preview, damit ihr euch überzeugen könnt vom Zustand dieses Fahrzeugs. Aldi-Heizung spricht sowieso für sich, schauen wir uns aber nachher gleich nochmal an, sofern man da überhaupt was zeigen kann. Das ist eine Warmwasserheizung. Hier haben wir nochmal so einen Einlageboden drin. Hier ist auch noch vom Vorbesitzer einiges an Zubehör. Wir haben da so mal ein Wassertaxi dazu. Die Klappen und alles, was hier gemacht ist, ist auf die gewohnte herkömmliche Detlefs Art, würde ich schon sagen. Wirklich ein Sahnestück. Ich meine, der XXLA begleitet die Modellbahreihen bei Detlefs jetzt schon einige Jahre und zwar sehr erfolgreich. Das ist das Iveco Cockpit und nicht nur der Iveco an sich als Ganzes ist toll, sondern vor allem hervorzuheben ist auch diese Automatik, die Heimatik, die geht richtig ab. Also das wird zwar kein Sportwagen, das ist klar, der hat vom Gewicht her glaube ich 7,3 Tonnen, da dürftet ihr gut über eine Tonne Zuladung haben und tolles Fahrerhaus, Navisiefer drin von Zenec, die Ablage hier oben nochmal drauf. Und ihr seht es am Zustand, ich fahre mit der Kamera ein bisschen in die Details rein, alles wunderbar. Hubstützenanlage hat er. Als winterfestes Fahrzeug hat er natürlich hier auch einen Winterschott, sodass man den Fahrgastraum bzw. die Fahrgastzelle vorne oder die Fahrerzelle, muss man fast sagen, Fahrer- und Beifahrerzelle, hier auch mal abtrennen kann. Dann greift die Kälte nicht durch, kann man auch absperren. Ist auch interessant, wenn man mal verschifft, da muss das nämlich immer eine Trennwand haben. Was haben wir denn hier? AdBlue, seht ihr mal. Also auch was die Umweltverträglichkeit angeht, haben wir hier ein schönes Fahrzeug. Ich gehe nochmal ins Detail. Kaum Steinschläge drauf. Tolles Scheinwerfersystem, mit dem sieht man wirklich was in der Nacht. Schon schick. Jede Menge Klappen. Das eine ist natürlich AdBlue, das andere ist dann Diesel. Jawohl. Auch hier gehen wir nochmal rein, dann könnt ihr den Tachostand einmal lesen. Da verbirge ich mich auch dafür, dass das alles passt. Tempomat, Klimaanlage vorne, logischerweise drin. Also seitlich keine Astwischer, Kratzer oder sonst was. Der ist tippitoppi. Dann machen wir mal eine der vielen Doppelbodenklappen auf. Da kann man nämlich auch wirklich reinladen. Das ist jetzt die eine Seite, habe ich euch gezeigt. Hier kann man sogar durchladen. Hier sieht man die Gurtböcke. Hier sieht man auch von der Aldi-Heizung nach hinten die Ventile. Das heißt, man kann Kreisläufe dazuschalten, wenn man jetzt an der Stelle im Fahrzeug keinen Heizbedarf hat oder den dezimieren will. Wir haben ein großzügiges Wasserfach mit der guten Lilie. Druckpumpe drin, hier ist auch alles entlüftet, das Wasser ist natürlich jetzt raus, wir haben ja Winter, picobello, echt, also wow, da bin ich jetzt schon richtig angetan, tolles Wassersystem mit großen Rohren, Rohrleitungen, Abwasser, Frischwasserentleerung, hier alles im Wasserfach untergebracht. Wir haben hier natürlich Gas, schauen wir auch mal rein, ich bin hier wieder auf Einhandbedienung unterwegs, weil ich alleine filme und dann muss man erstmal alles mit einer Hand gebacken kriegen, vor allem mit zwei Schlössern. Man hat hier einen Gasauszug eingebaut,
Das ist jetzt zum Beispiel nicht mit einer Duo-Control versehen, sondern Standard LPG-Gasregler draufgeschraubt. Der ist während der Fahrt auf jeden Fall zu schließen oder man rüstet nochmal eine Duo-Control nach oder vom GOK die Karamatik. Ich muss jetzt direkt nochmal gucken unterm Fahrzeug, ob er noch einen Gastank hat. Soweit habe ich jetzt gar nicht geschaut, seht ihr mal. Normalerweise leuchten die dann rot heraus, auch unterm Fahrzeug. Der sieht jetzt auch so aus, als wäre im Winter kaum gefahren worden, weil das sieht man einfach sofort, Wasserzulauf, wenn im Winter sich da was abgelagert hat, dann ist der Unterboden nach ein paar Tagen sofort sichtbar mit etwas Korrosion belegt, was aber auch normal ist. Hier auch nochmal schön beleuchtet. Hier drüben haben wir den Kompressor für die Hubstützenanlage. Also Platz ohne Ende. Da kriegt man wirklich für 4 oder auch für 6 Personen alles rein, was man in Urlaub mitnehmen will. Du kannst ja auch auf Weltreise gehen. Das ist schon die Sorte Super Premium. Ja, hier hat man das Aggregat verlegt. Und da ist man natürlich gut aufgestellt mit dem Platz. Da muss man nicht unterm Fahrzeug irgendwas reindoktern. Sogar hier Ketten dabei. Dann natürlich all die Heizung auch im Heckbereich verbaut, damit man eine warme Garage hat. Zusätzlich scheint er nochmal Stützen an Bord zu haben. Also man sieht auch aufgrund der Abnutzung weder am Teppich noch was verletzt, noch am Boden. Zuschienen, logisch, Klappenverriegelung zentral hier mit einem. Dann greift er um auf die anderen zwei. Zentralverriegelung, Aufbautür, schöne LED-Heckleuchten, ja, imposantes Heck. Dann eine, ich sage immer schon, Doppelaugen-Rückfahrkamera. Eine zum Einparken, die die Fahrzeugkanten im Auge behält und eine eben auch zum Gucken in den digitalen Rückspiegel. Das macht ja auch Sinn, dass man den Folgeverkehr beobachten kann. Die große Markise drauf. Große Thule Omnistor, die dürfte bei dem Auto eigentlich eine 6,50 Meter sein, oder? Wenn wir immer abgehen, wir haben fast 9 Meter Fahrzeuglänge, dürfte gut hingehen. Also, hier haben wir Lichtschalter, dann haben wir natürlich 12 Volt, 230 Volt, ich sehe hier durch, wir haben den Victron Energy Regler drin, Multiplus, großen Charger mit großem Ladebooster, die 230 Volt Sicherung. Dann haben wir die Batterien, das ist das Elektrofach. Ist immer schön, wenn man da gut hin kann. Dann kann man hier hinten tunen, aufrüsten, abrüsten, wie auch immer abrüsten. Gibt es eher selten bei den Reisemobilfahrern. Da steht jetzt alte Heizung, die angenehmste Raumluft, die man durch das Warmwasserheizungssystem im Fahrzeug erzeugen kann. Hier sitzt die alte, schön zugänglich. Da wird sich auch jeder Techniker freuen, falls man da mal hin muss. Aber das ist schon so bewährtes System. Wirklich relativ verschleißfrei. Dann haben wir von Truma die Frost Control, die zwischen 4 und 7 Grad plus dafür sorgt, wenn es da an der Stelle so kalt wird, dass das Wasser raus kann aus dem System bzw. aus der Heizung und aus dem Boiler. Dann haben wir natürlich die Toilette. Gehen wir auch mal hin. Schön verbaut. Auch alles dran, alles drin. Und hier haben wir nochmal ein Fach für zum Beispiel Kabeltrommel. Ja, bietet sich hier an, weil hier ist auch die Durchführung vom CE-Stecker. Der kommt hier innen an, da hat man außen gar keine Dose. Wenn man eh schon so viel Klappen hat, hat man sich diese Dose gespart. Und eine schöne breite Tür. Also die war auch hier im Modelljahr 18 schon Standard. Mit der Zentralverriegelung. Das ist natürlich eine prima Geschichte. Hier haben wir noch alle möglichen Beleuchtungsgeschichten, Treppe raus und rein. Alles funktioniert tadellos. Ich mache mit euch mal einen Check. Insektenschutzgitter funktioniert. Ja, wie gesagt, der Wagen ist wirklich in einem Top-Zustand. Ich filme übrigens auch nur Fahrzeuge in einem Top-Zustand. Hubstützenanlage, da haben wir die Bedienung. Zack, bumm, fertig, Kiste in die Ebene oder lässt sich auch kippen zur Abwasserentsorgung, wie auch immer. Aber es ist natürlich schon praktisch, wenn diese
dieses rollende Einfamilienhaus richtig satt steht. Hubstützenanlagen sind ja immer schon eigentlich im Trend, werden vielfach verbaut. Gerade in der Fraktion geht es dann los. Viele aber auch jetzt schon in 7 Meter, auch 6 Meter Fahrzeuge habe ich schon gesehen. Wenn man das nicht will, dass sich das Fahrzeug leicht bewegt, bei dem ist es hier, naja, da muss man schon einiges tun, dass er sich bewegt, aber ein leichtes Nachwanken hat man immer. Er ist ja relativ hoch aufgebaut durch den Doppelboden und eben den Alkovenschnitt. Hier seht ihr auch diese riesen Sitzecke. Die Polster macht man dann dazu, wenn man das Winterschott zum Fahrerhaus zu hat. Logische Geschichte. Hier kann man natürlich nochmal ein Bett bauen, und zwar kein Plusbett, sondern ein vollständiges Bett. Hier zwei Personen. Da zwei Personen, nicht nur Beckengurt gegen die Fahrtrichtung, sondern Dreipunktgurte, ist auch ein Sicherheitskriterium. Ich würde also meine Fahrgäste hinten nicht unbedingt mit Beckengurten sichern. Wenn ich sowas habe, ist mir schon wohler. Dann haben wir natürlich ein mega großes Luxusbett mit einer richtig trittsicheren Leiter, die dann eben hier eingehängt wird zum Raufkommen. Nochmal Leuchten, die jetzt gar nicht an sind. Eigene Dachluke vorn, Vorhang, wo ich zumachen kann. Kann ja nochmal reingucken, Runterfallschutz, alles was das Herz begehrt und eine phänomenale Isolierung. Das merkt man ja auch immer mit der Isolierung, ich gebe den Tipp oft, dass man eben auch hier mit der Akustik das schon merkt. Also ich weiß nicht, ob euch das mit dem Mikro auffällt, ich arbeite heute ausnahmsweise mal ohne Funkmikro und es ist gleich ein bisschen gedämpfter. Ich mache mal eine Klappe auf, wie gesagt, das ist ja noch ein Quick View. Geht gut, alles wunderbar. Dann drehen wir uns mal um. Da oben haben wir die Truma Aventa. Die Truma Aventa bedient man eben über 230 Volt. Außer man hat so viel Power an Bord, stromtechnisch, aber macht meistens relativ wenig Sinn, dass die dann eben über die Aufbaubatterien mitläuft. Kann man aber ändern, sodass die Hunde mal für ein paar Stunden versorgt sind. Dann gehe ich mal hier rüber. Detlefs typisch, dieses Ensemble, sage ich da immer. Wir können Temperatur messen, wir können die Batterien checken, wir können natürlich das Wasser checken, wo jetzt nichts drin ist. Wir sehen die Uhrzeit, dann sehen wir den Wärmetauscher, dann sehen wir hier Bedienteil von der Sattanlage, dann haben wir hier das Bedienpanel von der Aldi Heizung 3020 HE. Wie das bedient wird, habe ich auch schon mal abgefilmt, einfach mal bei Google eingeben. Dann seht ihr das, also hier ist auch alles dabei, digitale Multicontrol auch noch an Bord. Wie gesagt, das ist ein Teaser, wenn ihr euch interessiert dafür, der steht in der Nähe von Wolfhagen, Urigante Ausfahrt Bräuner, ganz einfach zu finden. Und dann könnt ihr euch den in Ruhe anschauen. Karatec Fernseher, Steckdosen genug, dann haben wir einen Tech Tower mit Gasbackofen mit dem großen Kühlschrank, Absorber über Gas, 230 Volt und 12 Volt während der Fahrt. Auch alles. Also Kühlschrank wirklich immer anschauen. Da seht ihr den Pflegezustand eines Fahrzeugs am allerersten. Der Drobenhaken im Detlefs Design. Küche. Und auf die Küche rüber. Das nenne ich Küche. Auch dieses Geschwungene hat mir immer schon gut gefallen. Dann haben wir eine Spüle, tadellos, wirklich top. Dann haben wir hier die Zentralverriegelung für die Küchenschubladen. Lichtschalter, alles sehr gut angebracht. Echt ein großer Herd mit drei Schubladen. Ihr seht also, jetzt ist blockiert. Und jetzt mache ich auf. Alle Fernbedienungen von der Truma Aventa, der Klimaanlage, die über mir hängt, habe ich euch gerade gezeigt. Dann die Fernbedienungen für die Fernseher, ich schätze mal, der hat im Heckbereich auch einen. Auch mit Mülltrennung, Vorbildlicht und ein Flaschenhalter drin. Schon ein Gerät, mein lieber Schieber. Großes Kurbeldachfenster drin. Hier gehen wir auch nochmal rein. Also der ist preis-leistungsmäßig absolut in Ordnung. Teppich hat er drin. Ich kann nur mit euch nochmal das darunter schauen. Ich finde die Optik auch sehr schön. Ich bin immer kein Teppichfreund, aber das kann jeder machen, wie er will. Dann eine Riesendusche. Ich meine, von Raumhöhe hier mit unter 2 Meter brauchen wir da nicht reden. Wir haben überall durchgehend
weit über 2,10 Meter, ich schätze mal 2,12 Meter und vorne natürlich noch mehr. Dusche, guck mal, wie im Hotel. Ha. Schön gemacht. Und dann haben wir natürlich den großen Vorteil der Raumteiler-Türe zum Schlafzimmer, zum Bad hin. Das macht natürlich was aus, sowohl beim Heizen als auch bei der Lautstärkeentwicklung. Nehmen wir mal das Thema Schnarchen, mein Lieblingsthema. Dann ist es natürlich praktisch, wenn man hier wirklich dicht machen kann. Einer schläft dann vorne, der andere hinten. Ist einfach mal ein Thema. Servus. Bad mit großen Spiegelschränken, großem Fenster. Oh, zusätzlich nochmal ein Radiator hier von Alde untergebracht. Toilette. Dann drehen wir uns um. Da ist er doch schon, der zweite Fernseher. Großer Kleiderschrank unterm Fernseher. Ja, Buschlock. Ja. Dann ein schöner, bequemer Aufstieg in dieses riesige Queensbett, das man auch durch den Keil hinten noch ein bisschen verlängern kann. Wenn man hier ein bisschen vorzieht, kann man den Keil hinten versenken, dann ist man bei 2 Meter Länge. Dann passt das auch. Jede Menge Schubladen nochmal drunter. Das funktioniert technisch auch alles. Fein. Ich finde es auch geschmackvoll gemacht. Ich meine, die Geschmäcker sind verschieden. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber das soll ja auch so sein, wenn alle hier gleich ticken würden. Himmels Willen. Schauen wir uns doch nochmal ein Licht an. Da hinten ist auch noch so eine kleine Ausbuchtung für die privaten Sachen wie Lesebrille, Nachtcreme, was weiß ich, was man sich so mit in Bettnähe nimmt. Jeder hat seinen Schrank. Hier kommt überall die warme Luft rundum im Fahrzeug von der Alde. Und ihr habt da keinen Gebläselärm, sondern das geht ganz direkt durch. Der alte Ausgleichsbehälter, den habe ich noch gesucht. Da ist das Glykol drin, nicht zu verwechseln mit dem, was im Wein mal einen Skandal ausgelöst hat. Wobei das gleiche war. Dann haben wir hier nochmal eine zweiflügelige Tür. Sorry für den Rumpler, das war ich. Wo ihr nochmal das Bad vom Schlafzimmer abkapseln könnt. Das, dann hörst du auch niemanden mehr schnarchen. Und dann diese Weite. Wow. Also, ein schicker Wagen hier, der XXLA, ein Bestseller und Evergreen, immer wieder up to date gehalten von Detlefs. Den kann man wirklich immer wieder herzeigen. Schöner Wagen. Der steht im Netz für roundabout 155.000 Euro. Schaut ihn euch an, hier bei Uwe Gante. Wie gesagt, ich schwärme immer. Top Geschichte, Top Fahrzeug, Top Chassis. Da kann man wirklich jetzt mal nichts falsch machen. Also, meine Lieben, gute Zeit, gute Weihnachtszeit. Ich wünsche euch was. Ich arbeite weiter. Bis bald.